Ministerpräsident, sehr geehrte Frau Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes, liebe Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete des Europaparlaments, des Bundestages und vor allem auch des Sächsischen Landtages, meine verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem traditionellen Neujahrsempfang hier im Sächsischen Landtag. Hoffentlich hatten Sie ein paar besinnliche Tage mit Ihren Nächsten und haben Weihnachten diese große Zeit des zu viel genießen können. Unser Neujahrsempfang eröffnet das politische Jahr immer zeitig. Das ist gut so, denn alter Spruch, wer rastet, der rostet. Umso mehr freue ich mich über die Anwesenheit so vieler Mitglieder der Staatsregierung und des Verfassungsgerichtshofs, der Vertreter des konsularischen Chors und der Kirchen, meine sehr verehrten Bischöfe, herzlich willkommen, der Vertreter der Landkreise und Städte unseres Freistaates, der Bundeswehr und der Medien. Mein besonderer Gruß gilt unserem ehemaligen Landtagspräsidenten Erich Jilken. Meine Damen und Herren, man soll nur wenige Dinge aus dem alten Jahr mit ins Neue tragen. Niemand möchte im Januar Weihnachtslieder hören, aber gute Wünsche immer. Verehrter Herr Ministerpräsident, lieber Michael Kretschmer, auch wenn es schon 3 Wochen her ist, möchte ich dir noch einmal zu deiner Wahl zum Ministerpräsidenten gratulieren. Und für das Amt alles Gute und Gottes Segen wünschen. Übe das Amt mit sachlicher Leidenschaft, Verantwortungsgefühl und distanzierten Augenmaß aus. Das sind zumindest die zentralen Qualitäten, die einst Max Weber dem Berufspolitiker nahelegte. Ich möchte noch Geduld und Weitsicht ergänzen. Die können beim Regierungshandeln eigentlich nie schaden. Im Zweifelsfall erinnere ich dich einfach an die Worte Maggie Thatchers. Es stört mich nicht, was meine Minister sagen, solange sie tun, was ich ihnen sage. Meine Damen und Herren, der Wechsel im Amt des sächsischen Ministerpräsidenten fällt in eine ambivalente, in eine zutiefst widersprüchliche Zeit. Auf der einen Seite geht es unserem Land und den allermeisten seiner Menschen gut. Wir erleben einen anhaltenden Wirtschaftsaufschwung. In Sachsen haben wir so wenig Arbeitslose wie noch nie seit Wiedergründung des Freistaates. Unser Lebensstandard gehört zu den höchsten in der Welt. Sachsen ist lebenswert. Und wenn Sie mich fragen, unsere Heimat ist liebenswert. Auf der anderen Seite plagen nicht wenige Sachsen Verlustängste. Viele blicken pessimistisch in die Zukunft. Eine diffuse Ungewissheit greift Platz. Was bringt uns die Globalisierung? Wohlstand und neue Perspektiven, wie es die sogenannten Eliten bisher verkündet haben, oder unkontrollierte Zuwanderung? Verlust an Sicherheit und Stabilität, wie es viele sogenannte kleine Leute befürchten. Was wird aus unserer Rente? Droht der soziale Abstieg? Die große Mehrheit beklagt den Gegensatz zwischen Arm und Reich in Deutschland und sorgt sich um den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und ja, es gibt nicht nur in Sachsen zu viele Menschen, die trotz Arbeit kaum über die Runden kommen. Diese deutschlandweit vorhandenen Ambivalenzen haben jüngst bei der Bundestagswahl ihren demokratischen Fußabdruck hinterlassen und das Parteiengefüge verschoben. Und dennoch, meine Damen und Herren, am 24. September 2017 ist nicht die Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland zusammengebrochen. Was wir erlebt haben, war die Korrekturfunktion einer demokratischen Wahl. Nicht mehr und nicht weniger. Neben einer großen Mehrheit zufriedener Wähler, die für Kontinuität sorgten, haben etliche unzufriedene Wähler Repräsentationslücken gefüllt.
Sie gebrauchten ihr Wächterrechte und trugen ihren Protest ins Parlament und passten den Bundestag den politischen Lagen in der Gesellschaft an, ein grunddemokratischer Vorgang. Beim sächsischen Ergebnis war der Protest ungleich größer und traf fast alle Seiten. Es war für uns, die wir hier versammelt sind, der berühmte Wink mit dem Zaunsfall. Dass wir die Zeichen dieser widersprüchlichen Zeit unverändert ernst nehmen müssen, dass wir in unserer Demokratie kontinuierlich Sorge tragen müssen, den Menschen zuzuhören und an ihren Problemen dran zu bleiben. Aber auf dem, ich bin grundsätzlich Optimist, möchte ich Positives abgewinnen. Wissen Sie, was das besonders Gute an der Demokratie ist? Sie lernt. Sie ist aufnahmefähig. Das ist eine ihrer größten Stärken. Unsere Demokratie revitalisiert und erneuert sich. Und zwar nicht nur durch den friedlichen Übergang in politischen Ämtern. Vor allem das Parlament fängt die gesellschaftlichen Signale auf und setzt sie in politisches Handeln, um das, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ist gelebte Repräsentation. Inzwischen kann niemand ernsthaft mehr behaupten, die Abgeordneten des Sächsischen Landtags sehen die Realitäten im Land nicht. Debatten, Gesetzentwürfe und Anträge, vor allem aber die Haushaltsgesetzgebung in diesem Haus, sprechen eine andere Sprache. Zugegeben, manchmal braucht es Denkanstöße, zuweilen eine Initialzündung. Und ja, Demokratie benötigt Zeit. Sie ist nämlich, und hier zitiere ich Winston Churchill, die Notwendigkeit, sich gelegentlich den Ansichten anderer Menschen zu beugen. Nicht Befehl und Gehorsam, sondern Dialog und Kompromiss sind ihr Naturell. Das kann manchmal dauern, schafft aber den berühmten gesellschaftlichen Ausgleich. Zeitlich losgelöst ist Demokratie gleichwohl nicht, wenn 100 Tage nach der Bundestagswahl in Berlin noch nicht einmal Koalitionsverhandlungen laufen, dann ist das schlicht ungenügend und schwächt das Vertrauen in die demokratische Effektivität und, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, nicht nur im Osten unseres Landes. Sie merken, ich plädiere für eine zügige Regierungsbildung in Berlin. Weit weniger dezent spreche ich mich dagegen gegen die grassierende Krisenrhetorik, vor allen Dingen in den Medien, aus. Wir brauchen einen unaufgeregten Blick auf die Realität. Ich bin dem Bundespräsidenten und dem Bundestagspräsidenten dankbar für ihre beruhigende und stabilisierende Rolle. In Sachsen haben wir vor kurzem eine zügige Regierungsbildung erlebt. Sie spiegelt die hohe Funktionsfähigkeit unserer parlamentarischen Demokratie wider, auch wenn selbst daraufhin noch der eine oder andere Beobachter Sachsen als Menetekel zu erkennen glaubt. Meine Damen und Herren, die Sachsen, diese Sachsen sind nicht einfach. Deshalb versucht die Staatsregierung mit dem Sachsen-Monitor das sächsische Wesen wissenschaftlich zu erklären. Ich möchte auf die Frage, wie Sie denn nun sind, die Sachsen, zwei große Deutsche zitieren. Ein Dichter und ein Philosophen, ein Preußen und ein Sachsen. Die Sachsen verdanken das, was sie sind, nicht ihrer Gemütlichkeit, sondern ihrer Energie, bescheinigt uns Theodor Fontane. Der große preußische Hugenotte warnt aber vor einem Beisatz an Nervosität, den diese Energie habe. Friedrich Nietzsche attestiert den Sachsen geistige Rührigkeit und Menschenkenntnis, nebst Freigeisterei, schon damals, eifrige Dienstbeflissenheit und eine hessische Sprache. Der sächsische Pfarrerssohn sprach vor über 100 Jahren von Deutschlands Lehrmeister,
Ich bin schlimm und bin gut. Diese Sachsen, wie immer wir sie heute sehen, die wollen gut regiert werden. Ich meine, sie haben ein Recht darauf. Deswegen gibt es unsere Verfassung, deswegen gibt es die dort verankerten Institutionen, deshalb gibt es gewählte Politikerinnen und Politiker, die davon vernünftig und verantwortlich Gebrauch machen. Berücksichtigen wir 2018 die eingangs angesprochene Ambivalenz in unserem politischen Handeln mit viel, viel Ernsthaftigkeit. Das heißt, neben ein in vielen Bereichen berechtigtes und selbstbewusstes weiter so, muss ein notwendiges Andersmachen treten. Dies muss ich in der Regierungserklärung unseres Ministerpräsidenten widerspiegeln. Bildung, Kommunales, innere Sicherheit, Infrastruktur, Soziales. Zeigen wir den Menschen im Freistaat, dass wir ihre Signale gesehen und gehört haben. Unsere Stärken ausbauen. Und mit Nachdruck an den Problemen arbeiten. Beides sind politische Aufgaben für das Jahr 2018. Ich bin sicher, dass der Sächsische Landtag am Ende einen Doppelhaushalt 2019-2020 beschließen wird, der eine solche verantwortungsvolle Politik abbildet. Lassen Sie uns das Vertrauen der Bevölkerung in die Handlungsfähigkeit dieses Staates, in die Handlungsfähigkeit von Politik überhaupt stärken. Lassen Sie uns verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen. Das ist die besondere Aufgabe des Landtags in einer effektiven und lebendigen parlamentarischen Demokratie. Aber, man muss das sagen, auch das gehört zur Demokratie. Die Bürger in Sachsen dürfen sich nicht auf dem Anspruch ausruhen, gut regiert werden zu wollen. Es genügt nicht. Der vernünftige Gebrauch der Verfassung ist allen Bürgern aufgetragen. Demokratie. Das sind wir alle. Demokratie lebt vom Mitmachen. Sie lebt vom gegenseitigen Verstehen und von der breiten öffentlichen Kenntnis ihres inneren Wesens. Und sie lebt vom Respekt voreinander und einem zivilisierten Miteinander. Willy Brandt sagte einst, die Demokratie ist keine Frage der Zweckmäßigkeit, sondern der Sittlichkeit. Ein starker Satz. Weist er uns doch auch auf die Gefahr hin, dass wir durch einen Verlust an Sittlichkeit, einen Verlust von Werten und Normen, die eine Gesellschaft ausmachen, am Ende die Demokratie und ihre Zweckmäßigkeit in Frage stellen. Das darf nie passieren. Wir sollten dem alle miteinander entgegenwirken, indem wir in Sachsen unsere Demokratie kraftvoll gestalten und stärken und ihre Grundwerte vor allem leben. Darauf möchte ich jetzt gern mit Ihnen anstoßen. Ich wünsche Ihnen allen ein glückliches, gesundes, erfolgreiches und vor allen Dingen friedvolles Jahr 2018.